Hollywood zu Gast in Würzburg. Für die Dreharbeiten zur Neuverfilmung von Die drei Musketiere wurde die Würzburger Residenz kurzerhand zum Pariser Louvre umdekoriert. Laut Regisseur Paul Anderson wird dieser Musketierfilm so sexy sein wie nie zuvor, was auch immer das heißen mag. Für diesen Sexappeal sollen ein Budget von 50 Millionen Euro, Aufnahmen in 3D und eine Hollywood-Star-Besetzung mit Christoph Waltz, Mila Jovovich und Orlando Bloom sorgen. Am Set sind neben den großen Stars mehr als 300 Komparsen beschäftigt. Die Fans warten vor allem auf einen Orlando Bloom. Gesehen hat ihn aber heute noch niemand, dafür wird jemand anderes entdeckt. Welcher? Wahnsinn, guck mal. Da ist voll viel los. Wahnsinn. Genial. Cool, dass es in Würzburg mal gemacht wird, Wahnsinn, echt. Hammer. Echt toll. Dass man zuschauen kann, das ist echt der Wahnsinn. Ja, ist echt ein Erlebnis. Viel auf dem Balkon wurde gedreht. Der Kutscher haben wir schon gesehen vorhin, also ist ewig wiederholt worden. Also bis die Szene sitzt, dauert wahrscheinlich dann auch ewig. Ne? Aufregend. Ja, ich habe ganz feuchte Hände. Die Vorbereitungen für eine Szene dauern meistens länger als der Dreh selbst. Heute wird vor jeder Einstellung der Vorplatz der Residenz für den richtigen Filmlook befeuchtet. Und auch die Koordination des großen Teams ist eine logistische Herausforderung. Alle Ladies, bitte mir nach und ihr zwei kommt bitte auf. Dies sind die Ladies in Waiting, waschechte Würzburger Mädels, die als Komparsinnen im Film das königliche Hofgefolge mimen dürfen. Im Hofgarten der Residenz müssen sie dafür zum Beispiel auf- und abspazieren und möglichst unbeteiligt aus der pompösen Kostümierung schauen. Den Schaulustigen am Rand gefällt's. Viele versuchen sich als Paparazzi. Nur Orlando Bloom hat sich immer noch nicht gezeigt. Doch plötzlich, da hinten, sieht die nicht vielleicht aus wie... Mila Jovovich ist gerade vorbeigelaufen und wir haben es nicht gecheckt. Oh Mann. Scheiße. Stundenlang beobachten die Fans Athos, Porthos, Aramis und D'Artagnan beim Dreh. Im Kino wird die Szene nur wenige Minuten dauern. Wenn man weiß, man sitzt halt im Kino und man sieht eine Szene und weiß, man war genau dahinter gestanden. Genau. Also einfach mal das zu beobachten, ist total super. Hubschrauber-Einsatz vor der Residenz. Wird hier nun endlich Orlando Bloom eingeflogen? Nein, auch wieder nicht. Am Hubschrauber ist eine Kamera befestigt. Es geht um Luftaufnahmen vom Residenzplatz, pardon, im Film natürlich vom Louvre und dem königlichen Gefolge auf dem Balkon. Und Orlando? Also wir waren gestern da und der Orlando Bloom ist dann nach dem Dreh zum Autogrammschreiben rausgekommen und ist dann auch zu mir gekommen. Ich habe ein Autogramm bekommen mit einem roten Stift, der ging dann leer. Dann hat er mich gefragt, ob er sich wohl meinen Stift mal ausleihen dürfte. Dann habe ich gesagt, natürlich, aber nur, wenn ich ein Foto mit dir bekomme. Das hat er dann auch mit mir gemacht. Und dann ist er abgezogen mit meinem Stift, hat 100 Autogramme gegeben. Mein Stift habe ich nie wieder gesehen, aber ich habe ein Foto mit Orlando Bloom. Na also,